So, da sind wir wieder. Wir sind bierernst. Wir sind einfach bierernst. Macht das überhaupt noch Spaß, hier zuzugucken? Die Aufrufzahlen liegen wahrscheinlich gerade wieder irgendwo bei minus 5. Aber wisst ihr was? Das ist mir egal, denn die zwei, drei Hansels, die noch zugucken, das sind meine digital-YouTube-technisch allerbesten Freunde. Und für die mache ich das hier. Und hallo Nummer 1, hallo Nummer 2, schön, dass ihr noch dabei seid. Ja. Ich glaube, den Micha, den kann ich mal direkt... Hallo Micha, du bist eigentlich immer dabei. Ich freue mich immer, wenn ich vor dir irgendwas lese. Und daher jetzt mal die direkte Ansprache. Aber auch weiterhin Pseudo-Eddie. Auch an dich einen Gruß, dass du noch dabei bist und ab und an zumindest zuschaust. Freut mich wirklich sehr. Und auch natürlich, falls ich nicht schon gemacht habe, danke für die letzten Themen. Und da wir so bierernst sind, wie gesagt, bierernst ist ja nicht immer das Allerbeste, habe ich mir gedacht, wir machen mal wieder irgendwas Doofes. Boah, guck mal, das läuft richtig. 51 Leute. Krass. Wo kommen die Leute denn her? Fresh. Fricke, fricke, fresh. Wir machen mal wieder was Schönes. Und zwar stelle ich euch wieder eine Frage von mir an die Community, die aus meiner eigenen Feder. Ja, ja, ja. Wir sind weltoffen. Wir in DE. Wir sind wirklich weltoffen. Gerade aktuell wird, wahrscheinlich ist es schon wieder durch und wahrscheinlich ist es auch vom Tisch und abgewälzt worden, aber die Bundesländer, die von Rot-Grün regiert werden, sind im Moment dabei, die Gleichstellung der Ehe, also die Gleichstellung der Homo-Ehe anhand der regulären, normalen Ehe. Finde ich persönlich, da kann man noch so christlich angehaucht sein, das ist mir völlig egal, finde ich persönlich eine schöne Geschichte. Die Ehe ist eine Institution für zwei Personen, die sich lieben. Und das finde ich, das ist eigentlich die schönste Umschreibung, Um- und Beschreibung für den Begriff Ehe. Angesichts der Tatsache, dass ich eh, ist es noch jede dritte, es könnte auch schon jede zweite Ehe, dass eh jede zweite Ehe geschieden wird, ist es doch eigentlich scheißegal, wer sich verheiratet und wer irgendwelche Vorteile dadurch hat. Das hält auch eh nur 5 bis 10 Jahre. Von daher bin auch ich ein Freund der Aussage, komm, Ehe für alle, auch für Schwule und Lesben. Was soll denn der Quatsch? Lass sie doch, wenn die sich lieben, wenn die sich zueinander hingezogen fühlen, wenn die ihr Leben, zumindest für den Moment, wenn sie im Moment der Meinung sind, ihr Leben, sie wollen ihr Leben miteinander verbringen. Ja, dann lass sie doch heiraten und dann lass sie doch auch alle steuerlichen und alle anderen Vorteile genießen, die meinetwegen auch ein Pärchen hat, was sich nach 3 Jahren wieder scheiden lässt, weil sie merken, hör, war doch nicht so geil. Aber so ein Ring ist halt schnell aufgesteckt, ne? Kostet ja auch nichts mehr, die paar 100 Euro da. Von daher, ja, warum nicht? Lass sie doch machen, weil wir so weltoffen sind. Und das hat, damit möchte ich jetzt nicht irgendwie hinter dem Rücken jetzt doch wieder sagen, die Homo-Ehe oder die gleichberechtigten Ehe, gleichgeschlechtliche Ehe ist doof. Nein, das möchte ich nicht, aber ich möchte eine Anschlussfrage stellen. Ich möchte diese Anschlussfrage leicht humoristisch, aber doch ernst gemeint stellen. Wir sind weltoffen, wir sind offen für Neues, wir sind offen, wir sind leider kein Vorreiter, Schottland hat uns das versaut. Das hätten wir sein können. Wir hätten diejenigen sein können, die international in den Schlagzeilen sind, für die komplette Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Und wir haben es verkackt. Wir haben es wirklich verschissen. Das ist jetzt noch nicht lustig. Wir haben es verkackt. Das hätten wir sein können. Wir hätten diejenigen sein können, wo alle sagen, ey, Deutschland ist so liberal, Deutschland ist so cool. Und alle hätten sagen können, ja, so die ganzen Leute, die so tun, als wären sie frei, die hätten am Straßenrand gestanden und hätten sagen sollen, ja, Deutschland hat es durchgezogen. Die haben es wirklich gleichgestellt. Nein, Schottland muss es machen. Über ein Bürgerreferendum. Schlimm. Hätten wir sein können. Haben wir verschissen. Aber gut. Worauf ich eigentlich hinaus will, und ich lasse mich so furchtbar gern von mir selbst ablenken. Na komm schon. Bochum Stadtverkehr. Wenn wir schon die gleichgeschlechtliche Ehe erlauben, mit allen Vorzügen, die man hat in einer nicht gleichgeschlechtlichen Ehe, in einer regulären Ehe, nenne ich es mal, dann möchte ich auch die Anschlussfrage stellen, wie sieht's aus mit, Achtung, erhöhter Diskussionsbedarf, Polygamie mit mehrheitlicher Ehe. Was ist, wenn Mann und Frau verheiratet sind und möchten, haben sich im wunderbaren Konsens miteinander geeinigt, dass noch ein weiterer männlicher Part oder ein weiblicher Part mit in diese Ehe mit einfließen soll? Polygamie, polygame Ehen, Mehrfach-Ehen. Ein Mann hat 2 Frauen, eine Frau hat 2 Männer. Eine Frau hat 5 Männer. Ein Mann hat
10 Frauen. Die Geschichte. Sind wir auch so weltoffen? Oder sind wir da noch nicht, oder sind wir da noch nicht so weit? Frage ich mich. Ich glaube ja, wir sind noch nicht so weit. Warum ich das glaube? Weil wir Deutschland sind. Nein, das ist natürlich, Polygamie ist natürlich noch ein ganz anderer Ansatzpunkt. Aber ich versuche mal ein einigermaßen seriöses Beispielkonstrukt zu verkniesknaddeln, euch nahezubringen. Angenommen, wir haben jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe. Die ist hoffentlich, meiner Meinung nach hoffentlich, auf einem guten Weg, legalisiert zu werden. Und zwar in allen Auszügen, wie es auch eine normale Ehe ist. Das habe ich doch schon mal gemacht. Egal, gibt's einen zweiten Bus. Go, go, go. Und was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn eine Frau da sitzt und sagt, ja, das ist schön, aber ich fühle mich, ich hasse dieses Wort, aber ich benutze es einfach mal, ich fühle mich diskriminiert. Denn ich bin nämlich nicht lesbisch. Oh, 148 Leute von 360, what the fuck, du machst ja nachher noch Plus irgendwann. Krass. Ich fühle mich diskriminiert, denn ich bin bisexuell. Ich liebe eine Frau und einen Mann. Ich kann mich nicht zwischen beiden entscheiden. Die beiden haben aber auch kein Problem miteinander. Ich will beide heiraten. Ich fühle mich diskriminiert, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten können, nicht gleichgeschlechtliche Paare heiraten können, aber dass ich nicht die beiden Personen heiraten kann, die ich liebe, die ich beide gleichermaßen liebe, mit denen ich zusammen wohne und wir sind alle cool miteinander. Ne? Das ist die nächste Frage. Das ist die nächste Frage, die im Raum stehen wird, wenn man sich jetzt darauf einigt, dass gleichgeschlechtliche Ehe okay ist. Und wenn ihr meint, dass ich bei gleichgeschlechtlich nuschel, ja, das tue ich. Und mein Gaumen macht so gleichgeschlechtliche Ehe. Passiert. Ja, was meint ihr dazu? Ist das überhaupt, und jetzt natürlich auch ein bisschen der Steuerapparat dahinter, ne? Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, das so aufzuziehen, dass man nicht komplett hubala. Jetzt ist, glaube ich, wieder ein kurzer Stillstand, ja, wegen der Wasseranimation. Komm, wieder reinzoomen. Reinzoomen! Ja. Ups. So. Ist natürlich ein bürokratischer Mehraufwand, ne? Da hat man nicht mehr nur, weil man hatte seit 100 Jahren immer nur dieses Zweiergespann als Ehe. Und jetzt müsste man sich halt noch irgendwas überlegen, wie man diese Dreiergespanne dann oder Vierer- oder Fünfergespanne aufzieht. Stelle ich mir schwierig vor. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Absolut. Aber das deswegen pauschal auszuschlagen, halte ich auch für den falschen Weg. Weil, ja, es ist faktisch der falsche Weg, wenn man... Man muss den Gedanken zu Ende denken. Immer dann, wenn man solidarisch ist gegenüber einer Bewegung, muss man auch... Und ich vermute mal, das ist auch der Grund, warum so vieles hier so langsam läuft, was eigentlich schon seit Jahren klar sein sollte, muss man auch den Gedanken zu Ende denken und muss sich fragen, was passiert, wenn? Welche Konsequenzen hat das, wenn? Und damit meine ich nicht die Konsequenzen auf irgendwelche komischen Kackbelger oder auf irgendwelche Erzbischofstümer, die sich dann hier... damit dann schwer tun oder so. Das ist mir völlig egal, was die für Probleme haben in ihrem Vertreten hören. Mir geht's wirklich darum... Was ist das denn hier für ein Straßenkonstrukt? Map Generator, are you drunk? Mir geht's wirklich darum, ja, dass man halt dann da auch wirklich dann Gleichberechtigung schafft. In einer derartigen Konsequenz, dass es halt im Nachhinein auch noch Sinn macht. Was? Hanau, New Monument, schön. Freue mich. Hanau at its best. Ah, ja. Man weiß es nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir das dazu sagt, wie immer. Das ist ein schönes Thema eigentlich. Hat sich da überhaupt schon mal... Gibt es da schon Papiere zu von irgendeiner Partei, die das so weit aufweichen möchte? Man weiß es nicht. Und wenn Kirche und Staat voneinander getrennt sind, darf sich dann eigentlich eine Kirche... einer Ehe zwischen Gleichgeschlechtlichen verweigern, wo der Staat schon sagt, nee, das ist legal? Ist das, haben die dann noch so dieses über dem Gesetz stehen, dass sie sagen, nee, wir machen unsere eigenen Gesetze? Ist es mir verwehrt als Schwuler, der ich nur als Side-Info nicht bin, ist es mir verwehrt als Schwuler, dass ich nicht kirchlich heiraten darf? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, damit ist das Thema auch relativ erschöpft. Ich freue mich, wie gesagt, über eure Meinung dazu im Kommentarbereich.
Denn ich würde mal, mich würde wirklich mal interessieren, was der Rest der Welt dazu sagt. Also, Polygamie in Deutschland denkbar, nicht denkbar? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, haut da rein. Tasten und Kommentarbereich gehören ganz alleine euch. Und dann mache ich da jetzt einen richtig schönen Haken hinter. Freue mich auf die Antworten. Und frage euch noch was anderes. Nämlich, wann habt ihr das letzte Mal Urlaub zu Hause gemacht? Oder ich zäume das Pferd mal anders auf. Wo macht ihr Urlaub? Wo geht's am liebsten hin? Ist Malle, Ibiza oder seid ihr schon ein bisschen gesetzter? Irgendwie die Südfrankreich? Oder seid ihr vielleicht abenteuerlustig? Hier Afrika? Oder fahrt ihr in die Staaten? Guckt euch LA an? Oder? Was macht ihr eigentlich im Urlaub? Das ist so die Anfangsfrage, die ich stellen möchte. Und mit dieser gestellten Anfangsfrage noch eine Anschlussfrage. Wie oft oder wie häufig macht ihr Urlaub zu Hause? Und damit meine ich nicht zwingend den Urlaub auf Balkonien, wobei der auch sehr schön sein kann. Kann ich jedem nur empfehlen, wirklich bewusst Urlaub zu Hause zu machen. Und wenn dazu gehört, das Telefonkabel zu ziehen, so hätte man früher gesagt, oder wenn dazu gehört, nicht im Internet zu sein, das Handy wegzulegen, dann das wirklich mal bewusst durchzuziehen, einfach mal zu sagen, so, ich mache jetzt Urlaub, und zwar in meinem Garten. Oder eben auf Balkonien. Und dann wirklich den Tag einklingen zu lassen, jeden Tag essen zu gehen, sich mal die ganzen, ich könnte wetten, egal wo ihr wohnt, relativ egal wo ihr wohnt, ihr habt mit Sicherheit irgendwie Wanderwege oder so ein Quatsch um euch rum und tolle Ausflugsziele, die man mit dem Fahrrad erreichen kann und so. Einfach mal diesen ganzen Bullshit, den man normalerweise irgendwo 5000 Kilometer weg machen würde, einfach mal daheim machen. Kann ich jedem nur empfehlen. Aber das hätte ich vielleicht als Resümee am Abschluss sagen sollen, denn ich wollte eigentlich dahin, was spricht dagegen, was spricht dafür? Urlaub zu Hause. Also in DE. Ich denke mal, der eine oder andere hat vielleicht schon mal was von der wunderschönen Urlaubsinsel Sylt gehört, aber auch Rügen. Ich persönlich war ja auch, und da schulde ich euch vermutlich immer noch eine Deer-Show. Ich persönlich war ja vor geraumer Zeit in Friedrichskoog an der Nordsee, aber auch, um sie mal wieder ein bisschen aus dem Matsch rauszuziehen, auch in Bayern. Garmisch-Partenkirchen und hier Zugspitze und alles, was da rumliegt. Diese ganzen Alpenvortäler und so ein Quatsch. Kann ich auch ganz, ganz toll empfehlen, Urlaub in Deutschland mal dahin zu fahren. Ist das überhaupt eine Option für euch? Ist das überhaupt eine Alternative? Oder sagt ihr direkt, nee, ich will auf keinen Fall da Urlaub machen, wo man meine Sprache spricht, denn diese Aussagen habe ich auch schon gehört. Wie langweilig ist ein Urlaub, wo man mich versteht? Es gibt also wirklich Leute in meinem Bekanntenkreis, die wirklich darauf achten, irgendwo hinzufahren, wo sie genau wissen, mit Englisch kann ich mich verständigen und wenn wir beide uns auf Deutsch unterhalten, versteht uns keine Sau. Ne? Weiß ich, fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Ungarn, Thailand, Malle wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Aber Frankreich könnte ich mir auch vorstellen, dass in Frankreich sehr wenig Deutsch gesprochen wird, zumindest im südlichen Teil. Im östlichen Teil wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, da gibt es sogar Kooperationen mit Deutschland, dass da Deutschkurse geführt werden. Weiß ich nicht genau. Ja. Man weiß es nicht. Also, Urlaub in DE. Ist das überhaupt eine Alternative? Es gibt sehr schöne Ecken in Deutschland. Auch die neuen Bundesländer. Die neuen Bundesländer, man mag es nicht glauben, aber ruhig mal eine Internetsuche zu machen. Die neuen Bundesländer verstecken ganz tolle Kurorte von vor der Wende, die heute noch teilweise betrieben werden. Bad Liebestein könnt ihr mal eine Internetsuche zu machen. Bad Liebestein hat wundervolle Architekturen und hat ganz tolle Hotels, die, muss man leider sagen, neue Bundesländer technisch nicht allzu teuer sind, wo man sich mal eben ein paar Tage einquartieren kann für wenige 100 Euro. Geht alles. Haben wahrscheinlich die meisten Leute einfach nicht auf dem Schirm, weil sie das für abstrus halten. Weil Urlaub immer damit verbunden wird, ganz weit wegzufahren. Kann ich persönlich sagen, muss nicht unbedingt sein. Und deswegen frage ich halt auch im Anschluss euch, Urlaub, ganz weit wegfahren?
oder in Deutschland oder auf dem Balkon? Was meint ihr? Haut mal rein. Ebenfalls Kommentare und so.